Am Freitag, dem 8. April, fand in der Dominikanerkirche in Krems an der Donau das zweite Integrationsfest statt. Das Programm umfasste multikulturelle Pantomime, bosnische Folklore, einen rumänischen Chor, Rap- und Breakdance-Einlagen und wurde von der Volkstanzgruppe Lerchenfeld abgerundet. Wie schaut es überhaupt in der Stadt Krems generell mit dem Thema Integration aus? Also wir haben jetzt seit 2,5 Jahren das Equal-Projekt in Krems laufen, das ein spezielles Integrationsprojekt, ein EU-gefördertes Projekt ist. Und wir haben sehr positiven Zuspruch, sowohl bei Migranten und Migrantinnen als auch aus der Bevölkerung. Aber es gibt auch bei diesem Projekt, wie bei jedem anderen, auch negative Stimmen. Wird es weitere Integrationsfeste in der Stadt Krems geben? Auf alle Fälle. Also wir machen das Integrationsfest jedes Jahr. Wir haben auch einen Begegnungsraum eingerichtet in Lerchenfeld, wo wir jedes Wochenende Veranstaltungen anbieten. Da sind Tanz für Frauen, Deutschkurse, die wir kostenlos anbieten. Da gibt es Lernbetreuung für Kinder. Da gibt es Informationsabende oder Diskussionsabende zu verschiedenen Religionen. Also wir bieten da unten sehr viel an und es wird immer besser angenommen. Thank you.
fürs leibliche Wohl wurde hier mit Speis und Trank gesorgt. Und die wichtigsten Personen einer Integration, die Kinder, hatten sehr viel Spaß. Mir persönlich ist aufgefallen, es waren sehr viele Kinder und es hat sich sehr viel auch um Kinder gedreht. Ja, also das hat mich sehr begeistert. Erstens, dass die Eltern so weit waren, ihre Kinder mitzunehmen. Die Kinder sich einfach hier ganz normal, ganz frei, ganz selbstständig bewegen. Und das war das Schöne und es hat das Ganze noch erlebbar gemacht. Gerade in einer Gesellschaft, wo Kinder ja schon wirklich Seltenheitswert haben, ist es besonders wichtig, Kinder rechtzeitig mit einzubinden, eben in die Ideen, die sie dann letzten Endes mit uns Erwachsenen in ihre erwachsene Welt mit hineintragen. Und das war wirklich ganz großartig. Was ich bedauert habe und festgestellt habe, dass sehr wenig Jugendliche der Schulen von Gymnasien, der Kremser Gymnasium oder Hauptschulen waren, sondern vielfach eben auch Jugendliche aus den Migration-Integrationsländern. Also das hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass es da irgendwo abgerissen ist, aber es gibt ja eine Fortsetzung folgt und hier werden wir darauf achten, dass auch das eine Zusammenführung finden wird. Was für ein Kasten, 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 was für ein Kasten
viermal.